Ja, willkommen zur Geheimakte FBI. Ich würde immer sagen, zur Geheimakte Tunguska, nein, Geheimakte FBI. Die Kunst des Mordens, der 9. Teil. Wir sind beim Tatum und haben eine Flasche Whisky frisiert, damit er denkt, dass es eine sehr gute Marke ist. Wir wollen ihm den mal übergeben. Bitteschön. Das ist echter Scotch. Johnny Stalker. Black Label. Was machen die Synapsen? Sie fangen an zu schalten. Jetzt ist alles klar. Hier in meiner Tasche, ich habe ein Vögelchen für Sie. Vögelchen? Sollte das ein Witz sein? Ach, ein Origami. Wie ist das Ding? Ein Origami. Schönes Origami in Form eines Vogels. Ja, den müssen wir jetzt mal auseinanderfalten. Der ist bestimmt von Nick. Hier unter dem Knick ist etwas. Irgendwelche Buchstaben. Ich werde das Blatt auseinanderfalten. Das ist die Schrift von Nick. James Mobile. Meinte er die Telefonnummer von James Mobiltelefon? Ja, lies mal vor. Ein Zettel mit einer Notiz. Kann er was dazu sagen? Ich finde es ein bisschen wenig, ne? James Mobile. Ein Zettel mit einer Notiz. Oder haben wir vielleicht das jetzt im Telefonbuch geschrieben? Nee. Vielleicht kann man trotzdem anrufen. Nee, vielleicht weiß Tatum noch etwas mehr. Oh, den können wir nicht mehr befragen. Nee, es geht nicht mehr. Was ist denn hier wegen nix? Also was war auf dem Zettel? War James Mobile gestanden? Hallo? Es wäre besser, wenn die Polizei sie hier nicht findet. Ist schon in Ordnung. Danke für den Drink. Denkst, besuch mich mal in der U-Bahn. Die Station an der 181. Und bring unbedingt Nick mit. Oh, weg ist er. Was liegt hier? Eine durchgebrannte Sicherung. Na toll. Ach, die können wir ja eben... Durchgebrannte Sicherung. Wahrscheinlich kann man sie reparieren. Also laut VDE ist es ja nicht erlaubt, ne? Aber zur Not können wir das machen. Zur Not, aber nur zur Not. Kinder, macht es nicht nach. Es ist mir gelungen, die Sicherung zu reparieren. Da war doch irgendwo der Sicherungskasten. Nee, noch nichts. Draußen. Könnt ihr auch die irgendwo anders reinstecken, aber die können wir vielleicht irgendwo... Ach, hier nicht, auch zufälligerweise nur hier. Okay. Oh, oh. Durchgebrannte Sicherung. Wahrscheinlich kann man sie reparieren. Ich glaube, wir haben hier Drähte genug hier. Es ist mir gelungen, die Sicherung zu reparieren. Toll. Dann drehen wir es einfach nochmal rein, ne? Einfach dreimal reindrehen. Was würde Nick an meiner Stelle tun? Können wir nicht gleich den Löffel reinstecken? Das machen würde? Okay. Daraus wird nichts. Oh. Durchgebrannte Sicherung. Wahrscheinlich kann man sie reparieren. Ach, es ja. Ist mir gelungen, die Sicherung zu reparieren. Es bringt nichts. Kaputt ist kaputt. Wo? Irgendwo?
Gibt's einen Kotzen? Hier nicht, der ist lang. Schalter, naja, können wir auch nichts machen. Eigentlich gab es hier auch weiter nichts. Ne, hier können wir rausgehen. Ach, die andere Wohnung vielleicht. War hoch das ja nicht. Ne, das ist zu dunkel, sagt er. In dieser Dunkelheit werde ich dort nichts finden. Hm. Wohnung, Küche. Da schmort schon richtig, oder? Da brennt es doch irgendwo. Das hat so richtig geschmort hier. Ich wage es nicht, die Drähte mit bloßen Händen anzufassen. Ja, die Sicherung ist doch draußen, da ist doch kein Strom mehr drauf. Da brauche ich mir jetzt die lila Handschuhe vom George Stabat. Hauen wir sie ab. Diese Sachen passen nicht zueinander. Okay, dann nimm mal ein Stück Papier. Was soll ich damit tun? Einpacken? Nee, ich meine, nimm ein Stück Papier und wickel es drum. Ich versuche es auszuschalten. Ich hoffe, dass es keinen Strom leitet. Das schaut schon richtig verkokst aus hier. Ist eh egal, der Kühlschrank war eh offen. Naja, wenn der offen war, dann hat die ganze Zeit ist er gelaufen. Das ist kein Wunder, dass der Stängel kaputt geht. Aber es war richtig gute Elektriker, ne? Den Küchenstrom mit der Flur zu verbinden. Einwandfrei. Warum funktioniert das nicht? Weil wir doof sind. Oh, sie hält. Und da schaut es auch schon wieder hell aus. Boah, richtig, richtig hell. Bin mir blind zufällig hier. Mal die Gardinen hätten wir auch mal aufmachen. Die Gardinen hätten wir auch mal aufmachen können. Das ist richtig einladend. Überall Klamotten, Zeug. C. Hallo? Hat doch was geleuchtet gerade. Schau genauer nach. Schau genauer nach. Wir schauen genau nach. Ach, was liegt hier? Nokia Handy? Die Öffnung ist zu schmal. Ich komme nicht dran. Ach, deine kleine Hände hier. Du versuchst mal mit der Bürste ohne Draht. Ein bisschen rumstochern. Und? Das ist das Handy von Scott, von dem aus Nick geschrieben hat. Das Handy vom Scott. Und? Das Handy von James. Ja? Das Handy wurde bei der Schießerei beschädigt. Der Akku ist kaputt. Aber vielleicht ist die Elektronik noch in Ordnung. Können wir nicht das mit unserem Handy kombinieren? Nee. Und wenn man einen anderen Akku anschließen würde? Ja, genau. Das wollte ich ja machen. Komm. Menü. Nein, das war keine gute Idee. Aber ich möchte meine drahtlose Bürste wieder haben. Die ist total schnurlos, die drahtlose Bürste. Diese Bürste hält das Brett nach oben. Sehr gefährlich für Passanten. Ich mag keine Unordnung hinterlassen. Ah, oh, danke. Können wir nach oben? Ausgang unten? Nee, das war's. Ja, ich denke, dass wir alles erledigt haben hier. Bräuchten nur einen Akku und das kriegt man eher im FBI-Büro, denke ich mir. Mal schauen, ob Nicole weg will.
Nee, ist ja richtig cool, die Gegend. Mal gucken, ob die Reifen noch dran sind. Nee, die sind nicht geklaut. Okay, sind wir weg. Fahren wir ins Büro. Vielleicht ist Russ uns weiterhelfen kann. Mit einem kleinen Akku. Ich muss die Figur zum Depot bringen. Ach, da können wir gleich schauen, ob der Kopf passt. Mit unserer Magnetkarte. Doch zum Glück habe ich eine Magnetkarte. Ja, Gott sei Dank kommen wir immer wieder einen kleinen Schritt näher. Da muss ich nachhaken. Oh. Hallo? Der war hier, ne? Aber, ja. Ich habe wieder schon keine Lust, das abzustellen. Es ist auch geklaut, dann, wenn wir wieder kommen. Kopflose Figur plus Regal. Der goldene Kopf fehlt. Da muss ich nachhaken. Ich werde prüfen, was Nick mit diesem Handy gemeint haben könnte. Ach, können wir hier noch die Sachen? Da waren doch Sachen von der Schneiderin. Was können wir da nehmen? Schere. Ach, nur eine Schere. Willst du die jetzt? Oh, die willst du haben. Können die das Handy mal aufbrechen jetzt. Und wenn ich es nochmal versuchen würde, nur ein bisschen anders? Ja, das nächste Mal. Ein anderes Mal. Nee, und dann hat man ja noch die Box vom... James. Schau, was der drin hat. Die Pistole können wir auch gebrauchen. Nimm es mit heute. Ich habe leider das Leben meines älteren Kollegen nicht retten können. Sehr nützliches Ding. Ach, plötzlich, ne? Plötzlich ist es nützlich. Öffnet uns. Oh, öffnet uns alle Türen, ja. Ja, wir haben doch schon eine Magnetkarte. Egal. Man weiß es nicht. Können wir noch gucken? Nee. Fragen wir mal bei der Rups nach, ob sie noch eine Akku hat. Na, dann würde ich sagen, mein liebes Moment, ich bin sehr beschäftigt. Was ist mit dem goldenen Kopf aus dem Maklerhaus passiert, den ich im Depot abgegeben habe? Er wird auf Fingerabdrücke untersucht. Er kommt morgen zurück. Sind die Ergebnisse schon da? Hast du eine Ahnung? Viele Spuren, aber nur von deinen Fingern. Oh, peinlich. Ich war furchtbar müde. Früher haben sie einem solche Sachen in Quantico beigebracht. Gnade bitte. Ich mache nie wieder einen Schritt ohne sterile Handschuhe. Die waren ja im Lager, aber die wollte sie ja nicht mitnehmen, ne? Die, wofür was brauche ich sowas? Schätzchen, einen Augenblick. Ich muss dringend was erledigen. Ja, vielleicht hat der Chaser eine... Ach. Akku, wir hatten hier keinen Akku, nicht, dass ich wüsste... Nee, wir haben hier keinen Akku. Schau noch ganz kurz im Lagerraum nach. Vielleicht finden wir da die Handschuhe, die wir brauchen. Und vielleicht sogar ein Akku. Aber ich glaube nicht, dass da ein Akku war. Hier war der Brief. Luminol brauchen wir noch nicht. Handschuhe. Unersetzbares Ausstattungselement. Ach, plötzlich nehmen wir es mit. Na. Sehr nützliches Ding. Jetzt packt die da alles ein, du. Mann. UV-Lampe, wach, nehmen wir mit. Ich nehme es mit, nur für den Fall. Da plötzlich können wir alles gebrauchen hier. Haben wir noch einen Hinweis? Oh, hier noch. Eine Batteriebox, wer sagt's denn? Sehr nützliches Ding. So, und ob die Batterie... Box eine passende Batterie für das Handy hat von James. Das werden wir dann in Teil 10 sehen. Bis dahin, mach's gut, mach's besser, euer Christian.